Es sind die Reste aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Asteroiden, Meteoroiden und Kometen. Einige dieser Himmelskörper sorgen für spektakuläre Phänomene. Sei es der Schweif eines Kometen, das Aufleuchten eines Meteors oder das Verglühen einer Sternschnuppe. Und manch einer dieser Vagabunden im All kann der Erde gefährlich nahe kommen. Unser Sonnensystem besteht nicht nur aus der Sonne und den bekannten 8 Planeten, sondern aus einer Vielzahl kleinerer Objekte. Asteroiden, Meteoriten und Kometen. Asteroiden und Meteoriten sind Gesteinsbrocken, kleiner als 10 Meter, dann nennt man sie Meteoriten, und größer als 10 Meter, dann sind es die Asteroiden. Aber es gibt auch welche, die enthalten viel Wasser. Die nennt man Kometen, manchmal auch schmutzige Schneebälle. Wie auch immer, diese Objekte stammen aus den Urzeiten unseres Sonnensystems. Sie sind Überbleibsel, als damals vor 4,5 Milliarden Jahren sich die Planeten bildeten. Und deswegen ist es so interessant, mal zu denen hinzufliegen, um zu schauen, wie entstand denn damals unser Sonnensystem? Wie sah es damals aus? Und deswegen gibt es viele Missionen der NASA, aber auch der ESA, um das zu untersuchen. Und die wohl bekannteste war die Mission Rosetta im Jahre 2015. Und die nahm eine Sonde mit, die auf dem Kometen Chury landete. Am 2. März 2004 startet mit einer Ariane 5-Rakete Rosetta ins All. Die Sonde der Europäischen Raumfahrtagentur ESA soll die Urmaterie unseres Sonnensystems erforschen. Dazu besucht sie einen der ältesten und ursprünglichsten Himmelskörper, einen Kometen. Das Ziel ist 67P Churyumov-Gerasimenko, auch Chury genannt. Ein Zeuge aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems. Die Rosetta-Mission besteht aus einem Orbiter und dem Landemodul Philae. Der Flug der außergewöhnlichen Sonde zum Zielkometen dauert ein ganzes Jahrzehnt. Das ist ein ganzes Labor, das wir hingeschickt haben. Es gab in der Zwischenzeit schnelle Vorbeiflüge. Und schnelle Vorbeiflüge sind 50.000 Stundenkilometer. Da muss man also schon gut zielen, um gute Bilder machen zu können. Und das ist alles mit dem Fingersnap vorbei. Rosetta ist ein Riesenlabor, ist eine große Anstrengung und konzipiert, durchgeführt im Orbit um einen Kometen. Im August 2014 schwenkt Rosetta in eine Umlaufbahn um Chury ein. Die erste Sonde, die in den Orbit eines Kometen gebracht wird. Rosetta erkundet den Kometen und setzt schließlich den Lander Philae ab. Im November 2014 setzt der Kundschafter auf der Oberfläche von Chury auf. Die ESA-Mission wird von Forschern mit der ersten Mondlandung verglichen. So bedeutsam ist das Ereignis. Wir haben ein menschengemachtes Gerät auf einer Oberfläche von einem Kometen landen können. Wie cool ist das denn? Das ist doch das ist wie das erste Auto, das erste Flugzeug. Oh, das bleibt oben. Und da so ein Gerät, also wir haben ja vom Orbiter aus uns das anschauen können. Ja, man sieht also den Landeanflug von einem menschengemachten Objekt auf die Oberfläche von dem Kometen. Also das ist für alle Bereiche, die da beteiligt sind, einfach eine Leistung, eine Ingenieursleistung, die einfach, wo man einfach nur sagen kann, das ist unglaublich. Das treibt einem das Wasser in die Augen. So schön. Chury besteht aus zwei durch eine Kollision miteinander verbundenen Körpern und wiegt etwa 10 Milliarden Tonnen. Er dreht sich innerhalb von 12 Stunden einmal um seine eigene Achse. Die Mission ist ein Meilenstein in der Erforschung von Kometen. Rosetta und das Landemodul Philae werfen einen Blick in die Kinderstube unseres Planetensystems. Wie kommen wir zu dem, was wir hier unter unseren Füßen haben? Woher kommen die Planeten? Wie hat die frühe Phase ausgesehen? Was waren die Bestandteile, nicht Prozess hier? Die Erde sehen wir jeden Tag, dass hier vieles Tolles passiert. Das heißt, die frühe Phase unseres Sonnensystems mit den Building Blocks, also was ist da gewesen, was hat hier
kollabiert, wo kommt denn das her und was hat das für eine Geschichte, was spielen Kometen für eine Rolle als Wassertransporteure in der frühen Phase. Wir schauen auf den Mond abends und sehen, was wir für eine violente Geschichte haben und trotzdem sind wir da und sollten sehr froh darüber sein. Im September 2016 macht sich die US-amerikanische Sonde OSIRIS-REx auf den Weg zu Bennu, einem erdnahen Asteroiden. Bennu ist ein dunkler Brocken mit etwa einem halben Kilometer Durchmesser. Nach 2 Jahren Flug erreicht die Sonde den Asteroiden. Im Dezember desselben Jahres tritt OSIRIS-REx in den Orbit des Himmelskörpers ein. Der Asteroid steht auf der Risikoliste, denn seine Bahn kommt unserem Planeten gefährlich nahe. Ein Erdbahnkreuzer. Nach Berechnungen der NASA liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Bennu bis zum Jahr 2300 auf der Erde einschlägt, bei 1 zu 1750. Der Asteroid ist voller Überraschungen. Eine durchs All rasende Geröllhalde, übersät mit Gesteinsbrocken unterschiedlichster Größe. Seine Dichte ist viel geringer als von den Forschern angenommen und er stößt immer wieder Material ins All. Der Höhepunkt der Mission ist eine hochkomplizierte Entnahme von Gesteins- und Staubproben von der Oberfläche. Die Sonde nähert sich dem Asteroiden bis auf wenige Meter und saugt durch eine Art Rüssel, einem mehr als 3 Meter langen Roboterarm, Material auf. Bei dem Manöver kommt es allerdings zu einer Panne. Der Deckel des Aufnahmebehälters schließt nicht korrekt und Teile der Bodenprobe entweichen wieder. Trotzdem ist sich die NASA sicher, die Mindestanforderung von 60 Gramm Staub und Geröll eingefangen zu haben. Am 10. Mai 2020 macht sich der Kundschafter OSIRIS-REx auf den Rückflug und bringt die eingefangene Probe zur Erde. Es ist erst das 4. Mal, dass auf einem Asteroiden eingesammeltes Material zu unserem Heimatplaneten gebracht wird. Neben der US-Mission Stardust waren besonders die beiden japanischen Hayabusa-Missionen erfolgreich. Ziel der zweiten Hayabusa-Mission ist der erdnahe Asteroid Ryugu. Die Sonde sammelt Material ein, das sich unter der Oberfläche befindet. Eine Probe aus der Frühzeit unseres Sonnensystems. 5,4 Gramm Staub und Asteroidengestein finden die Forscher in der erfolgreich auf der Erde gelandeten Rückkehrkapsel. Bei den Japanern war das sehr spannend und sehr erfolgreich. Die Kollegen haben halt zweimal mit den beiden Hayabusa-Missionen Samples genommen. In der ersten Mission hat man immer gesagt, na, das war ja nicht erfolgreich. Man hat die Dose geöffnet und da war ja gar nichts drin. Das stimmt aber nicht. Es waren nur Mikrogramm drin. Es war nicht sehr viel, nicht wie man sich das hier vorstellt, mit einer Brotdose, alles ist voll. Sondern es waren viele, viele kleine Körnchen. Und ich durfte mir das im Labor mal anschauen. Also es gibt Leute, die können ein 100 Mikrometer großes Körnchen in feinste kleine Salamischeiben schneiden, das unter das Mikroskop legen und die wunderbarsten Erkenntnisse gewinnen. Neue Erkenntnisse erhoffen sich die Forscher auch von einer Mission zu Psyche. Der rätselhafte Asteroid misst etwa 250 Kilometer im Durchmesser und besteht anscheinend zum großen Teil aus Eisen und Nickel. Die Forscher vermuten, dass es sich um einen alten Planetenkern handeln könnte, der bei einer kosmischen Kollision freigelegt wurde. Eine gleichnamige NASA-Raumsonde soll Psyche genauer erforschen. Außerhalb der Wissenschaft macht Psyche vor allem durch den Traum von fantastischem Reichtum Schlagzeilen. Auf nicht vorstellbare 10.000 Billiarden Dollar schätzt die NASA den Metallwert des Asteroiden. Wir kennen inzwischen über 1 Million Asteroiden und ungefähr 5.000 Kometen. Wo befinden die sich in unserem Sonnensystem? Wir beginnen mal bei der Sonne. Hier sei die Sonne. Dann ist hier ungefähr die Erdbahn im Abstand von ungefähr 1. Hier ist Mars und dann kommt eine große Lücke bis zum Jupiter.
Dazwischen scheint Leere zu sein, aber genau dazwischen befinden sich die Asteroiden. Und jetzt kommt's. Der Jupiter zerrt manchmal an einem dieser Asteroiden, bringt sie bis zum Mars und der schleudert sie dann jenseits der Erde fast bis zur Sonne. So entstehen die Erdbahnkreuzer. Aber es geht noch weiter. Es gibt ja dann auch noch den Saturn in ungefähr 10 Abstand und in 30 Abstand gibt es den Neptun. Und direkt an der Bahn des Neptun schließt sich der sogenannte Kuipergürtel an bis zu 50. Und der Neptun, der zerrt auch an diesen Asteroiden hier draußen, schleudert sie ins Innere und damit können wir solche Kometen sehen. Das sind die sogenannten kurzperiodischen Kometen. Darüber hinaus gibt es noch viel weiter draußen die Oortsche-Wolke in ungefähr 1000 bis 10.000 Abstand. Auch dort gibt es Störer, die dann solche Kometen in das Innere des Sonnensystems hineinschleudern. Und das sind dann die sogenannten langperiodischen Kometen bis zu einigen tausend Jahren Umlaufzeit. Unser Sonnensystem ist angefüllt mit Resten aus seiner Entstehungszeit. In den fernen Außenzonen, weit jenseits der Bahn von Pluto, haben sich in der Oortschen Wolke unzählige tiefgefrorene Brocken schalenförmig angesammelt. Diese nach dem niederländischen Astronom Jan Hendrik Oort benannte Region umgibt unser Planetensystem wie eine Hülle. So weit draußen, dass man die Objekte, die sich dort befinden, bis heute noch nicht direkt beobachten kann. Und immer wieder gelangen eisige Brocken aus dieser fernen Gegend in die Nähe der Sonne. Diese Oortsche Wolke ist ja praktisch eine Kugel, die sich noch mal einmal da drum liegt. Und man hat das aus Modellrechnungen rausgeschlossen und postuliert. Es ist noch überhaupt kein Objekt davon besucht worden. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Kometen aus diesem Bereich des Sonnensystems kommen. Das Kometenreservoir verorten die Forscher im inneren Bereich der Oortschen Wolke, der sogenannten Hills-Wolke, benannt nach dem Astronomen Jack Hills. Die Existenz der Oortschen Wolke ist immer noch eine Vermutung, wenn auch eine sehr schlüssige. Es geht weit raus, bis eben zu dieser eigentlich noch hypothetischen Oortschen Wolke, die bei, ich weiß nicht, 100.000 AU, also das sind fast 2 Lichtjahre, weit weg von uns, am Ende so die Grenze markiert der Haltekraft, der Gravitation unserer Sonne. Die Schätzungen, die mir bekannt sind, sind irgendwie 1 Milliarde Objekte da draußen. Und das ist schwer für mich jedenfalls aus meiner Kenntnis irgendwie zu verifizieren. Aber die Oortsche Wolke muss es geben. Irgendwo ist der Einflussbereich unserer Sonne zu Ende. Und wie im richtigen Leben, wo meine Freiheit endet, meine endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das heißt, der nächste Stern hat seine eigene Oortsche Wolke. Wir sind da nichts Besonderes. Und der nächste Einfangbereich für Körper ist eben dort, wo auch die Gravitation des einen nicht mehr ausreicht und die Gravitation des anderen überhand nimmt. In den äußeren Regionen unseres Sonnensystems entdecken die Forscher immer mehr große Objekte, darunter Sedna, ein nach der Meeresgöttin der Inuit benannter Kleinplanet mit etwa 1800 Kilometern Durchmesser. Für einen Umlauf um die Sonne braucht Sedna etwa 11.500 Jahre. Dabei bewegt sie sich auf einer stark elliptischen Bahn im Niemandsland zwischen Oortscher Wolke und einer weiteren Zone mit zahllosen Himmelskörpern, dem Kuipergürtel. Eine flache und ringförmige Region außerhalb des Neptuns. Die Forscher schätzen, dass sich hier mehr als 70.000 Objekte mit einem Durchmesser von mehr als 100 Kilometern aufhalten. Aus dem Kuipergürtel stammen auch die kurzperiodischen Kometen. Das sind Körper, die, kann man sich vorstellen, so Zeitkapseln von unserem Sonnensystem darstellen, weil sie tragen in sich das Ursprungsmaterial, woraus das Sonnensystem entstanden ist. Und indem wir diese Art von planetaren Körper uns anschauen, können wir wieder Rückschlüsse machen, auf was für Material vorhanden war am Anfang, als das Sonnensystem und die Planeten dann sich gebildet haben. Eine weitere Region mit Trümmern bildet der Asteroidengürtel. Er befindet sich zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter.
In diesem Gebiet halten sich die meisten Asteroiden auf. Manchmal kollidieren hier zwei Asteroiden miteinander und brechen dabei auseinander. Diese Bruchstücke driften dann nach innen in Richtung Mars. Der schleudert sie weiter in Richtung Erde, wo sie dann als erdnahe Asteroiden unserem Planeten nahe kommen. Oder ihn auch treffen. Die kleinsten Himmelskörper sind die Meteoroiden. Verglühen diese in unserer Atmosphäre, dann sehen wir sie als Meteor am Nachthimmel, als Sternschnuppe. Oft sind diese Objekte kleiner als 1 Millimeter. Größere Stein- und Eisenmeteoroiden verglühen oft nicht vollständig und man findet sie dann als sogenannte Meteoriten auf dem Erdboden. Wir sind also umgeben von Asteroiden, Meteoriden und Kometen. Was sind die Unterschiede? Nun, alles, was aus Gestein oder Staub besteht, die nennt man Asteroiden und Meteoriten, wobei die Asteroiden die größeren sind, irgendwo zwischen 10 Meter und 100 Kilometer. Und alles, was kleiner als 10 Meter ist, das nennt man Meteoriten. Ganz anders die Kometen. Die enthalten nicht nur Staub und Geröll, sondern auch Wasser. Und das wiederum ist der Grund, warum Kometen zwei Schweife haben, nämlich einen aus Wasser und den anderen aus Staub. Schon in der Frühzeit erregten Kometen oder Schweifsterne, wie sie auch genannt werden, großes Interesse. Bis hinein ins späte Mittelalter wurden sie deshalb meistens als Schicksalsboten oder Zeichen der Götter angesehen, oft als Verkünder von Unglück. Man vermutete, dass es sich um Objekte innerhalb der Mondbahn oder der Atmosphäre handelt. Ende des 16. Jahrhunderts erkennt dann der dänische Astronom Tycho Brahe, dass sich Kometen in elliptischen Bahnen um die Sonne bewegen. Ein Komet ist ein Objekt, was viele flüchtige Elemente enthält, von weit draußen kommt, also aus der sogenannten Oortschen Wolke aus diesem Bereich raus, dann ins innere Sonnensystem fliegt und dabei verdampft. Und dabei bildet ein Komet diesen interessanten Schweif, oder diese interessanten Schweife, muss man ja sagen, aus, einen Staubschweif und einen Gasschweif. Und Kometen sind so ein bisschen wie die Hochstapler des Sonnensystems. In Wirklichkeit sind es ganz kleine Objekte, die aber sich riesig aufblähen durch die Koma, die dann erzeugt wird, und dann plötzlich am Himmel erscheinen. Halley zählt zu den wohl bekanntesten Kometen. Benannt ist er nach dem englischen Astronomen Edmund Halley. Der vermutete anhand historischer Kometenbeobachtungen, dass es sich um immer den gleichen wiederkehrenden Himmelskörper handeln müsste. Anhand der überlieferten Aufzeichnungen berechnet Halley das nächste Erscheinen des Kometen für das Jahr 1785. Edmund Halley stirbt 43 Jahre vor dem festgesetzten Termin und konnte so seine Theorie nicht mehr überprüfen. Weltweit warteten aber Forscher auf das vorhergesagte Ereignis und wurden belohnt. Der Komet kehrte pünktlich zurück. Etwa alle 76 Jahre besucht uns Halley, zuletzt im Jahr 1986. Als der große Komet von 1997 wird Hale-Bopp bezeichnet. Der Eisbrocken mit etwa 30 Kilometern Durchmesser wurde 2 Jahre vorher von Alan Hale und Thomas Bopp entdeckt. Er war 18 Monate lang mit dem bloßen Auge sichtbar und ist wahrscheinlich der am meisten beobachtete Komet des 20. Jahrhunderts. Seine starke elliptische Umlaufbahn hat Hale-Bopp wieder weit hinter die Bahn des äußersten Planeten Neptun hinausgetragen. Damit gehört er zu den sogenannten TNOs, den transneptunischen Objekten. Transneptunische Objekte, das sind alle Objekte jenseits der Neptunbahn. Das könnte man sich mit Recht fragen, was kümmern uns diese kleinen Dinger so weit draußen? Nun, sie sind deswegen so spannend, weil sie uns etwas über die Urzeit unseres Sonnensystems erzählen. Da sind zunächst die kleinen Asteroiden, nicht größer als 10 Kilometer, direkt anschließend an Neptun. Die entstanden dort, wurden aber nie größer. Dann gibt es aber noch andere größere Teile, wie zum Beispiel der Pluto. Der entstand nicht dort, sondern er entstand dort, wo auch die Erde entstand, wurde dann aber herausgeschleudert. Und deswegen ist er jetzt dort. Und er ist ja nicht der Einzige. Es gibt mehrere von denen, die sogenannten Plutoiden.
Pluto, der Namensgeber der insgesamt vier Plutoiden, ist kleiner als der Erdmond und kreist weit jenseits der Planeten im Kuipergürtel um die Sonne. Mit seinem halb so großen Trabanten Charon bildet er ein Doppelsystem. Pluto ist das bisher größte bekannte transneptunische Objekt und überrascht die Forscher immer wieder. Auf ihm gibt es Gebirge, riesige Gletscher und eine hauchdünne Atmosphäre. Die Entfernung von Pluto zur Sonne ist ungefähr 30 bis 50 Mal so groß wie von der Erde zur Sonne. Pluto umkreist die Sonne auf eine sehr elliptische Umlaufbahn und der sonnennächste Punkt ist ungefähr bei 30 Mal so weit weg wie die Entfernung von Erde zur Sonne und bei dem sonnenentferntesten Punkt liegt die Orbit bei etwa 50 Mal so weit weg. Was auch interessant ist, Pluto rotiert in die andere Richtung wie unsere Erde und wie die meisten Planeten im Sonnensystem. Das heißt, die Sonne würde dann im Westen aufgehen und im Osten runtergehen. Aber man würde die Sonne wirklich extrem klein sehen. Also das Sonnenlicht wäre sehr, sehr, sehr gering. Der Zwergplanet Pluto und Charon, der größte seiner vier Monde, bilden weniger ein Planet-Mond-System, sondern gleichen einem Doppelplaneten. Der Schwerpunkt beider Himmelskörper liegt etwa 1200 Kilometer über der Pluto-Oberfläche. So umkreisen sich die beiden Körper auf ihrer stark elliptischen Bahn um die Sonne gegenseitig. Neue Erkenntnisse über das Pluto-Charon-System liefert die NASA-Mission New Horizons. Die Sonde entdeckt auf dem Pluto eine fantastische und bizarre Welt, die die Forscher begeistert. Eine Oberfläche mit hochgebirgsartiger Landschaft und einer riesigen kraterfreien Fläche aus blankem Eis zeugen von einer bewegten Vergangenheit und einer dynamischen Gegenwart. Die bis zu 3500 Meter hohen Berge bestehen jedoch nicht aus Stein und Fels, sondern aus tiefgefrorenem Wassereis. Weit hinter Pluto fliegt Eris mit ihrem Mond Dysnomia durch die Finsternis des Alls. Der massereichste und nach Pluto zweitgrößte bekannte Zwergplanet. Ihr Mantel aus Eis lässt Eris hell leuchten. Kleiner als Eris und Pluto ist der nach dem Schöpfergott der Osterinseln benannte Zwergplanet Makemake. Um ihn kreist ein Mond, der schwarz wie Kohle ist. Der vierte Plutoid ist Haumea mit seiner langgestreckten Form. Er wird von zwei Monden begleitet und besitzt einen Ring aus Gesteinsbrocken. Für eine Umrundung der Sonne braucht der nach einer hawaiianischen Göttin benannte Zwergplanet 285 Jahre. Momentan haben fünf Himmelskörper den Status Zwergplanet. Die vier Plutoiden weit draußen im Sonnensystem und Ceres, der sich im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars befindet. Früher vermuteten die Forscher in dieser Region einen weiteren Planeten, aber Jupiter mit seiner enormen Kraft hat eine Bildung verhindert. Entwicklungsgeschichtlich gehören Ceres und der benachbarte Asteroid Vesta zu den Protoplaneten, sind also unvollendete Planeten aus der Frühzeit unseres Sonnensystems. Ceres ist mit 1000 Kilometern Durchmesser das bisher größte bekannte Objekt im Hauptgürtel. Vesta ist nur halb so groß und hat einen Aufbau wie ein im Entstehungsprozess steckengebliebener Planet. Eine Kruste aus Basalt, Mantelgestein und einen Kern aus Nickel und Eisen. Mit der NASA-Mission Dawn wurden diese größten Objekte des Asteroidengürtels erforscht. Die beiden Augen der Raumsonde, ihre Kameras, sind der deutsche Beitrag bei der Mission. Ceres und Vesta, zur gleichen Zeit geboren und doch grundverschieden. Indem wir diese beiden Asteroiden besucht haben, die sich komplett unterschiedlich entwickelt haben, wollten wir verstehen, und das wollen wir immer noch, wie diese Objekte entstanden sind und warum sie so entstanden sind und sich so speziell entwickelt haben. Sie müssen sich vorstellen, der eine ist 1000 Kilometer groß, hat ganz viel Wasser, hat sehr viel, wie wir sagen, primitives Material. Ist ein dunkles Objekt, hat Kryovulkanismus. Der andere hat etwa die gleiche Entfernung von der Sonne, ist aber komplett aufgeschmolzen worden. Der war mal so heiß, dass sich die Elemente voneinander trennen konnten und wir einen Schalenaufbau haben.
Ja, das Ding sieht eher, ich sag mal, wie die terrestrischen Planeten, wie die erdähnlichen Planeten aus. Ceres, der bisher kleinste als Zwergplanet klassifizierte Himmelskörper, steckt voller Überraschungen für die Forscher. Wir haben einen aktiven Kryovulkan auf Ceres gefunden. Damit hat keiner von uns wirklich gerechnet. Wir haben also schon in der Anflugsphase bemerkt, dass dort ein heller Punkt ist, der wesentlich heller ist als die gesamte Oberfläche. Sie müssen sich das so vorstellen, dass Ceres selber so dunkel wie Kohle ist. Erst als wir wirklich im Orbit waren, dämmerte uns, um was es sich dabei handeln musste. Da waren ja alle wilden Spekulationen damals, was diese Helligkeit erzeugen könnte. Und interessanterweise haben wir im Wesentlichen da einen Soda-Vulkan gefunden. Das ist also ein sogenannter Kryovulkan, der hat vor einigen hunderttausend Millionen von Jahren sehr viel Material ausgespuckt und die Reste sind liegen geblieben. Vor der Dawn-Mission glaubten die Forscher, dass Objekte wie Ceres inaktiv sind, tote Körper im All. Ceres zeigt aber bis heute kryovulkanische Aktivität. Und der Asteroid ist außergewöhnlich leicht, denn er besteht zu etwa einem Drittel aus Wasser. Wir haben also Details gesehen, die wir vorher nicht kannten. Und wir sind zurückgegangen an die Anfänge des Sonnensystems, weil diese beiden Objekte sind entstanden vor fast 4,5 Milliarden Jahren. Ceres hat sich im Gegensatz zu Vesta nicht aufgeheizt und durch Aufschmelzen differenziert, also umgeformt. So konnte der Asteroid auch sein Wasser behalten. Statt einem primitiven Gesteinsbrocken entdecken die Forscher mit Ceres eine komplexe und vielseitige Welt. Die unzähligen Objekte innerhalb unseres Sonnensystems sind faszinierende Forschungsobjekte und sorgen immer wieder für Überraschungen. Im Jahr 2017 entdecken die Astronomen einen ungewöhnlichen und unerwarteten Himmelskörper. Ein Besucher von außerhalb unseres Sonnensystems. Ein aus den Tiefen des Alls kommender Vagabund, der unser Planetensystem durchfliegt. Interstellare Objekte, also Objekte von ganz anderen Sternsystemen, also das sind schon ganz besondere Dinge. Und wir kennen inzwischen zwei Stück. Zum ersten Mal im Jahre 2017 durchkreuzte ein solches Objekt mit dem Namen Oumuamua unser Sternsystem. Es kam mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 50 Kilometer pro Sekunde, das sind ungefähr 180.000 Kilometer pro Stunde, in unser Sonnensystem und flog an unserer Sonne vorbei und verschwand in eine vollkommen andere Richtung. Das wirklich Ungewöhnliche an diesem Ding war seine besondere Form. Es war nämlich länglich wie eine Zigarre. Und wegen dieser ungewöhnlichen Form glaubten viele Leute, das kann nur ein UFO sein. War es aber nicht, denn das drehte sich wie wild. Oumuamua wird Ende Oktober 2017 entdeckt. Zuerst halten die Astronomen das Objekt für einen Kometen. Seine außergewöhnliche Bahn verrät aber die interstellare Herkunft des Besuchers. Der Begriff Oumuamua ist hawaiianischen Ursprungs und beschreibt einen Boten, der aus der fernen Vergangenheit geschickt wurde. Die Forscher gehen davon aus, dass Oumuamua während der Planetenbildung aus seinem Heimatsystem geschleudert wurde. Der mysteriöse Besucher aus den Tiefen des Alls entfacht fantastische Spekulationen. So vermuten selbst angesehene Astronomen außerirdische Technologie hinter dem flachen und länglichen Objekt. Bei dem Objekt ist es ja so, dass die Form halt ungewöhnlich war. Also die Form sieht danach aus, als ob man sagt, also das kann ja nicht natürlich ein Ursprung sein, weil im Universum ist eigentlich alles rund, also aus Symmetriegründen. Da würde ich jetzt sagen, na ja, im Universum ist auch so ziemlich alles möglich. So ein Objekt kann es sehr wohl geben. Wenn man der Auffassung ist, dass dieses Objekt künstlich hergestellt ist, dann muss man auch schon ziemlich viele Annahmen machen, von denen ich jetzt sagen würde, die sind mindestens so unglaubwürdig wie Annahmen, dass es vielleicht im Universum irgendwo einen Mechanismus gibt, der nicht runde Planeten geformt hat, sondern langgezogene Zigarren. Die meisten Forscher glauben jedoch nicht an ein Alien-Raumschiff. Sie nehmen an, dass Oumuamua aus dem Sternbild Leia stammt, 25 Lichtjahre von der Erde entfernt. Dessen Hauptstern Vega ist der hellste Stern am Nordhimmel.
Fester Stickstoff, wie er auch auf der Oberfläche des Plutos vorkommt, würde die seltsamen Eigenschaften des Himmelskörpers erklären. Warum außerirdische Besucher so einen weiten Weg zu uns in Kauf nehmen und dann nicht einmal guten Tag sagen, das können die Grenzwissenschaftler nicht erklären. Im August 2019 entdeckt der Amateurastronom Gennady Borisov mit einem selbstgebauten Teleskop ein zweites interstellares Objekt. Eine Analyse interstellaren Materials wäre für Forscher reizvoll. Spannend ist es allemal, ein interstellares Objekt anzukratzen und zu schauen, was ist das denn hier? Meine Erwartung wäre, es ist so wie hier, also warum sollte es anders sein? Es hat einen ähnlichen Zyklus durchlaufen mit Aufschmelzen und die eine Sonne ist vielleicht ein bisschen größer, die andere ist ein bisschen kleiner. Aber das sind Nuancen. Im Wesentlichen ist die Welt universell. Und die Physik beschreibt das, was machbar ist. Beide interstellaren Besucher haben unser Sonnensystem längst wieder verlassen und fliegen weiter, tief in die unendliche Weite des Alls. Können uns Asteroiden überhaupt gefährlich werden? Oh ja, schon. Vorausgesetzt natürlich, sie kreuzen die Erdbahn. Das sind zum Glück relativ wenige, aber immerhin, wir kennen mehr als einige tausend von denen. Dazu kommt natürlich, sie müssen eine entsprechende Größe haben. Und die Daumenregel lautet, ein Objekt mit 3 Meter Durchmesser hat immerhin die Energie von einer Hiroshima-Bombe. Oder nehmen wir doch zum Beispiel den Chelyabinsk-Kometen aus dem Jahre 2015. Der hatte einen Durchmesser von 20 Meter und erzeugte eine Energie von mehr als 100 Hiroshima-Bomben. Jetzt fragt man sich, warum haben wir von so viel Energie nicht so viel mitbekommen? Nun, der Grund ist, die meiste Energie verpuffte in der Atmosphäre. Das Problem bei Chelyabinsk war allerdings noch ein anderes. Denn er kam direkt aus der Sonne und deswegen konnten wir ihn nicht sehen. Warum aus der Sonne? Nun, solche hochelliptischen Kometen fliegen zunächst erst Richtung Sonne, drehen dann um und kommen dann direkt auf einen zu. Und deswegen müssen wir in die Sonne schauen, um sie zu sehen. Und dabei sieht man natürlich nichts. Chelyabinsk in Sibirien. Am Morgen des 15. Februar 2013 rast ein Objekt in einer Feuerbahn über den Himmel. Ein Meteor. Bevor der Gesteinsbrocken auf die Erdatmosphäre trifft, hatte er einen Durchmesser von rund 20 Metern. Über der russischen Millionenstadt zerbricht der Besucher aus dem All explosionsartig in etwa 30 Kilometern Höhe. Das war ein relativ kleines Objekt. Wir reden von etwa Pi mal Daumen 20 Meter. Was damals wahrscheinlich mit so einer Geschwindigkeit von 10, 12 Kilometer pro Sekunde in die Erdatmosphäre eingetreten ist. So etwas kommt häufiger vor. Es war damals prägnant, insofern, weil viele Menschen zu Schaden gekommen sind. Das Problem ist, sie wandeln sehr viel Bewegungsenergie um. Und dabei ist es zu einer Art Explosion gekommen, zu einer richtig markanten Druckwelle. Und diese Druckwelle, was wir damals gesehen haben, haben viele Scheiben zerstört, Dächer sind eingebrochen und da sind Menschen zu Schaden beigekommen. Es ist deswegen so auffällig, weil es in jüngerer Zeit stattgefunden hat und weil es über bewohntem Gebiet stattgefunden hat. Die Energie, die der Meteor schlagartig freigibt, entspricht etwa 500 Kilotonnen TNT. Ein Vielfaches der Sprengkraft der Hiroshima-Atombombe. Nur die Explosion in so großer Höhe bewahrt die russische Stadt vor einer größeren Katastrophe. Trotzdem beschädigt die Druckwelle tausende Gebäude in Chelyabinsk und den umliegenden Städten. Fast 1500 Menschen werden verletzt. Die meisten von ihnen erleiden Schnittwunden durch splitterndes Glas. Von dem Meteoroiden werden nach dem Ereignis mehrere Bruchstücke gefunden. Der größte Teil ist aber in der Atmosphäre verdampft. In den Überresten findet sich Jadeit, ein auf der Erde seltenes Mineral, das bei hohem Druck und Temperatur entsteht. Die Forscher vermuten daher, dass der Meteor das Produkt eines kosmischen Crashs war und aus einem Mutterasteroiden herausgeschlagen wurde.
Wenn dieses Objekt dann einschlägt, und wir reden jetzt mal wirklich von 100 Meter und mehr, dann hat das globale Auswirkungen einfach dadurch, dass die gesamte kinetische Energie in Bruchteilen von Sekunden umgewandelt wird. Es wird Material ausgeworfen, dabei entstehen nicht nur Schmelzen, das wäre das kleinere Problem, aber sie haben einen riesigen Eintrag von Staub in die Erdatmosphäre. Sie haben eine wirklich sehr starke Druckwelle, die dann auch gleich mehrfach um den Planeten läuft. Diese Druckwellen sind in der Lage, Feuer zu erzeugen, wo die gesamten Wälder dann abbrennen würden. Ja, und Sie können sich vorstellen, das würde die Zusammensetzung der Erdatmosphäre sehr schnell komplett verändern. Dass sich ein Asteroid der Erde annähert, ist keine Seltenheit. Gefährlich wird erst eine Kollision mit einem Objekt entsprechender Größe. Ein Asteroid mit mehr als 500 Metern Durchmesser würde durch die klimatischen Veränderungen weltweit viele Millionen Todesopfer kosten. Ab einem Kilometer Größe könnte so ein Global Killer das Aussterben der Menschheit einleiten. Ab 10 Kilometern Durchmesser würden einen Einschlag wohl nur noch Insekten überleben. Ob eine hochtechnisierte Gesellschaft wie die Menschheit wirklich ausgelöscht würde von einem solchen Asteroiden, kann ich nicht genau sagen. Wir wüssten ja bestimmt mehrere Jahre vorher, dass es passiert. Ob die Menschheit dann so schlau wäre, dass dann wirklich geordnet sozusagen diese, ja, sagen wir mal so, diese Bedrohung wirklich geordnet zu überstehen, weiß ich nicht. Aber man hätte mehrere Jahre Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die Dinosaurier konnten sich nicht darauf vorbereiten. Da ist es einfach passiert. Die sind ja nicht in der Lage gewesen, Astronomie durchzuführen. Es gibt auf der Erdoberfläche zahlreiche Zeugen vergangener Treffer von Himmelskörpern. Und dass uns ein Asteroid mit für die Menschheit tödlichen Ausmaßen treffen wird, ist nur eine Frage der Zeit, sagen die Forscher. Ein Risikokandidat ist Apophis. Der Asteroid der 300-Meter-Klasse wird unserem Planeten im Jahr 2029 etwa 10-mal näher kommen als der Mond. Im Abstand von nur knapp 30.000 Kilometern fliegt der 50 Millionen Tonnen schwere Brocken dann an der Erde vorbei, so die bisherigen Berechnungen. Er wird uns unheimlich nahe kommen. Also so nahe, wie ich selber noch nie ein Objekt beobachten konnte. Nahe heißt unterhalb der geostationären Bahn. Der wird also in gut 30.000 Kilometer Entfernung an der Erde vorbeigehen. Und wenn man jetzt noch abzieht, Erdmittelpunkt, Oberfläche, dann können wir da noch mal 6.000 Kilometer von runternehmen. Dann reden wir also von einer Größenordnung von 25.000 Kilometern irgendwo. Und das ist schon richtig nah. Also nur kleine Abänderungen der Bahn hätten oder könnten zum Einschlag führen. Und das ist ein Objekt schon wieder von einer großen Ordnung, wo, wenn er denn einschlagen würde, uns als Zivilisation das definitiv treffen würde. Die Gefahr, dass ein großer Asteroid die Erde trifft, ist real. Der Weltuntergang steht aber noch nicht bevor. Apophis wird nach heutigem Wissensstand die Erde bei seinem nächsten Vorbeiflug verfehlen, wenn auch knapp. Was würde passieren, wenn im Jahre 2029 Apophis die Erde träfe? Nun, das kann man ziemlich genau vorhersagen. Apophis hat einen Durchmesser von 300 Meter, ungefähr wie dieser Asteroid hier. Wenn so ein Ding auf die Erde einschlägt, dann entwickelt es eine Energie von ungefähr 1 Million Hiroshima-Bomben. Wenn das auf Deutschland fiele, wäre total Deutschland zerstört. Wir müssen also etwas dagegen tun. Was kann man tun? Nun, das Einfachste wäre, wir nehmen eine Atombombe, setzen sie auf eine Rakete, fliegen sie zu dem Asteroiden und lassen sie ihn damit zerplatzen. Nur dafür ist 300 Meter etwas zu groß. Aber die andere Möglichkeit ist, die Atombombe neben dem Ding platzen zu lassen und die Trümmerstücke, die dabei entstehen und eine hohe Geschwindigkeit haben, drücken den Asteroiden beiseite und damit aus seiner Bahn. Oder die andere Möglichkeit, wir nehmen Raketenantrieb und binden ihn sozusagen einfach auf den Asteroiden. Und durch das ständige Feuern wird er auch aus seiner Bahn gedrückt. Aber das noch größere Problem ist ja,
Da draußen gibt es möglicherweise viele solcher höchst gefährlichen Asteroiden. Wir brauchen zunächst erstmal einen Katalog, in dem all die drinstehen. Dann können wir deren Bahn berechnen und dann können wir voraussagen, wann solche gefährlichen Asteroiden mit der Erde kollidieren würden. Mehr als 1 Million Asteroiden sind im Sonnensystem bisher bekannt. Automatische Suchprogramme finden täglich tausende neue Objekte. Für die Menschen gefährlich sind nur die erdnahen Asteroiden. Sie kreisen im Bereich der inneren Planeten um die Sonne. Etwa 30.000 davon sind bisher bekannt. Potenziell gefährliche Asteroiden landen auf einer Risikoliste. Also alle Kandidaten mit einer Einschlagswahrscheinlichkeit von weniger als null. Ich habe eigentlich keine Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, weil man ja das ausrechnen kann. Man hat ja viele Objekte, die dort oben rumschwirren, hat man ja, oder ich würde so ausdrücken, die beobachtet man. Und eigentlich kann man alle Objekte, die uns richtig gefährlich werden könnten, bis zu einer bestimmten Entfernung wirklich beobachten. Und deswegen kann man sagen, dass auf einer Zeitskala von den nächsten 20, 30, 40 Jahren erstmal nichts passiert. Ich bin jetzt mal so egoistisch zu sagen, das ist die Zeitskala, die mich interessiert. Also das heißt, also in meiner Lebensspanne passiert das nicht. Aber natürlich, in den nächsten 1000 Jahren kann das passieren. Ich bin aber absolut davon überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, und zwar zum ersten Mal überhaupt in einer Zeit leben, in der die Erde sich sozusagen wehren kann, in der es also denkende Lebewesen auf der Erde gibt, die diese Gefahr sehen und diese Gefahr wirklich aktiv abwehren können. Das ist zum ersten Mal der Fall und dass diese Lebewesen diese Gefahr dann auch abwehren werden. Beobachtet werden Asteroiden zum Beispiel von ALMA, dem Atacama Large Millimeter Array in Chile. Eigentlich beobachten die Teleskope Exoplaneten und Sterne, liefern aber auch genaue Daten über andere Himmelskörper. Die Teleskope arbeiten nicht mit dem sichtbaren Licht, sondern im Mikrowellenbereich. So können sie Asteroiden aufgrund der Eigenstrahlung entdecken und verfolgen. Momentan sehen NASA und ESA keine Bedrohung für die Erde. Von Himmelskörpern getroffen wird unser Planet allerdings ständig. Es gibt 5 große Einschläge im Jahr in der Erdatmosphäre. Mit irgendwie, ich weiß nicht, hat man gesehen, 10% Hiroshima oder sowas. Das kommen 1000 Tonnen irgendwie jeden Tag, glaube ich, irgendwie hier runter. Also wir leben in einer Welt voller kleiner Körper, von Staub irgendwie bis hin zu was Großem. Und uns ist das nicht so richtig bewusst. Nee, also da ist eine Menge los. Zum Glück haben wir die Atmosphäre, die schützt uns, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Grad. Die Gefährdung ist real. Also für Menschen, die Kinder haben oder Enkelkinder, da gibt es so eine Zahl von, für ein Kind, das heute geboren wird, hat irgendwie so eine 1-5%ige Chance, in seinem Leben einen Einschlag eines 100-Meter-Körpers zu sehen. Große Objekte werden meist sehr früh entdeckt. Eine mögliche Kollision mit der Erde kann man so Jahre im Voraus berechnen. Bei kleineren Objekten ist das weitaus schwieriger bis fast unmöglich. Das macht sie so gefährlich. Das Gemeine an diesen kleinen Körpern ist eben, dass sie klein sind und dunkel. Also der schwarze Schwan in der Nacht. Das heißt, ich brauche gute Teleskope, um tatsächlich kleine, schnelle Körper entdecken zu können. Wir können eben nur bis zu einer bestimmten Grenze die Körper auch erkennen und uns dann die Mühe machen, mit viel Automatismus die auch wirklich identifizieren zu können. Aber selbst bei der Entdeckung eines gefährlichen Objekts steht die Menschheit vor einem großen Problem. Die Katastrophe können die Astronomen vorausberechnen. Einen wirklichen Plan zur Abwehr eines Asteroiden gibt es aber nicht. Und wird so ein Global Killer zu spät entdeckt, stehen die Chancen schlecht. Wenn ein Asteroid der Erde schon so nahe gekommen ist, dass er sich zum Beispiel in der Entfernung des Mondes befindet, ist er bereits so schnell, hat er so viel, wie der Physiker sagt, kinetische Energie, dass man eigentlich mit allen irdischen Energiemengen, die man dann auf so einen Asteroiden feuern könnte, nicht mehr viel ausrichten kann.
Man kann ihn wirklich nur ein klitzekleines bisschen, wenn überhaupt, aus der Bahn bewegen. Und wenn er sich in der Entfernung des Mondes befindet und da bewege ich ihn ein klitzekleines bisschen aus der Bahn, dann trifft er immer noch die Erde. Wenn er sich allerdings noch viel weiter weg befindet und da bewege ich ihn ein klitzekleines bisschen aus der Bahn, dann hat sich diese kleine Abweichung zu einer großen Abweichung entwickelt, wenn dieser Asteroid die Erde erreicht hat. Das ist der ganze Effekt. Dass sich ein Asteroid tatsächlich aus seiner Bahn werfen lässt, zeigt die DART-Mission im Jahr 2022. Ein spektakulärer Praxistest der Raumfahrtagenturen NASA und ESA. Das Ziel, der Doppelasteroid Didymos mit seinem kleineren Begleiter Dimorphos, der wie ein Mond den größeren Körper umkreist. Etwa ein Jahr war DART zu dem Doppelasteroiden unterwegs. Die Mission ist Teil eines Programms von NASA und ESA, um Technologien für eine planetare Verteidigung zu erproben. Am 26. September 2022 schlägt DART dann auf Dimorphos ein. Die Mission ist ein Erfolg. Der Aufprall hat die Umlaufzeit von Dimorphos um etwa 30 Minuten verkürzt. Es ist das erste Mal, dass die Menschheit die Bahn eines Himmelskörpers verändert hat. Das Ergebnis des kosmischen Crashs soll später die ESA-Sonde Hera detailliert untersuchen und herausfinden, ob der Doppelasteroid auch gesamt von seiner Bahn um die Sonne abgelenkt wurde. Die Mission ist ein wichtiger Test, um herauszufinden, ob diese Methode zur Abwehr eines Asteroiden überhaupt geeignet ist. Es ist eine vielversprechende Idee, denn schon eine kleinste Bahnänderung könnte im Ernstfall über Leben oder Tod auf der Erde entscheiden. Der Test ist dafür da, dass man genauere Daten und besser untersuchen kann, wie so ein Abwehrmanöver eingesetzt werden kann, sollte in der Zukunft jemals ein Körper auf der Kollisionskurs mit der Erde sich befinden. Also durch diese Daten, die man dann von der Hera und von der DART-Mission zusammensammelt, würde man bessere Erkenntnisse bekommen, was so ein Abwehrmanöver, wie kann man das einsetzen, sollte das jemals in der Zukunft notwendig sein. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Himmelskörper gezielt beschossen wurde. Im Sommer 2005 nimmt die NASA bei ihrer Mission Deep Impact, tiefer Einschlag, den Kometen Tempel-1 ins Visier. Ein vor allem aus Kupfer bestehendes, knapp 400 Kilogramm schweres Projektil trifft den Kometen und hinterlässt einen 30 Meter tiefen Krater mit 150 Metern Durchmesser. Ziel war bei dieser Mission allerdings nicht die Ablenkung des Himmelskörpers, sondern die genaue Untersuchung seiner Konsistenz. Wird uns irgendwann mal ein großer Asteroid treffen? Klar doch, das ist keine Frage. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und die Folgen, die werden verheerend sein. Zum Glück haben wir da ein kleines Abwehrsystem, bestehend aus Jupiter und Saturn. Auch unsere Atmosphäre hilft ein bisschen, allerdings nur gegen diese kleinen Meteoriten. Eigentlich könnten wir ein eigenes Abwehrsystem bauen, aber die Nationen konnten sich noch nicht auf ein solches System einigen. Aber ganz wichtig ist doch zu wissen, welche dieser Asteroiden dort draußen werden uns überhaupt eigentlich gefährlich. Und dazu brauchen wir einen Katalog, den wir noch nicht haben. Und bei der Suche nach diesen Asteroiden hilft uns sehr, zu wissen, wie unser Sonnensystem entstand und wie das Leben auf der Erde entstand. Asteroiden, Kometen, Meteoroiden. Es sind faszinierende Himmelskörper, die uns immer wieder beeindruckende Schauspiele am Nachthimmel bieten und den Forschern einen tiefen Blick in die Urzeit unseres Sonnensystems gewähren. Ihre Erkundung hilft dabei, die Entstehung unserer Planeten zu verstehen und mehr über die Geschichte unserer eigenen Herkunft zu lernen. Aber manche Objekte können dem Menschen gefährlich werden. Und vielleicht ist er schon zur Erde unterwegs. Der Besucher aus dem All, der die Menschheit auslöschen kann. Wie damals die Dinosaurier.